engagiere mich, weil ich bei den Pfadfindern gelernt habe, für meine Meinung einzustehen. Und deswegen gehe ich heute auch hier auf die Straße. Mit diesem selbstgebastelten Schild geht es für Carina Droste heute auf die Demo gegen Rechts in Dortmund, ihrer Heimatstadt. Dortmund ist ja leider bekannt auch für eine rechte Szene, die hier aktiv ist. Das heißt, man hat schon früh auch einfach als Kind was davon mitbekommen. Vor allem eine Situation ist Carina in Erinnerung geblieben. Das war im Kindergarten. Da habe ich das selber noch gar nicht so ganz realisiert. Das war von einem anderen Kindergartenkind. Der Vater ist halt ermordet worden von Rechtsextremisten. Es handelt sich ja darum, irgendwie die schlimmste Situation, die eigentlich passieren können, dass Menschen wirklich sterben und andere wirklich geliebte Menschen verlieren und das durch Rechtsextremismus. Und dass sowas einfach auf keinen Fall noch mal passieren kann oder dass das nicht in Zukunft vielleicht noch häufiger passiert, ist einfach noch mal ein Punkt, ja, sich dagegen zu wehren. Denn wie Carinas Demoschild schon sagt, Rassismus ist keine Alternative. Engagement ist Carina wichtig. Seit 2011 ist sie bei den Pfadfindern aktiv. Als Leiterin bei der DPSG Dortmund-Berghofen verbringt sie einen großen Teil ihrer Freizeit im Pfadfinderstamm. Und als Pfadfinderin, als Christin, als Mensch ist sie heute bei der Demo. Ich habe überlegt, wie ich mich jetzt für das Thema engagieren kann, diese Nächstenliebe zu leben. Und wirklich die Menschen so zu sehen, wie sie sind und sie so zu tolerieren und sie auch zu willkommen zu heißen. Zu sehen, dass es eben nicht alle Menschen so sehen, macht mich wütend und traurig und ich möchte mich einfach dafür einsetzen und ein Zeichen setzen. Und das macht sie zusammen mit 30.000 anderen Menschen. Carinas Engagement für die Demokratie ist auch eng mit ihrem Glauben verknüpft. Die Werte des Christentums, Nächstenliebe und auch Menschenwürde gehen ja mit auch den Werten der Demokratie in dem Sinne einher. Demokratie für junge Pfadfinder und Pfadfinderinnen erlebbar machen. Das ist Carina besonders wichtig. Die Kinder und Jugendlichen sollen schon früh lernen, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese auch zu vertreten. Dann gibt es andere Aktionen, wo vielleicht auch Stolpersteine geputzt werden. Da gibt es Fahrten auch nach Auschwitz, wo auch geguckt wird, dass man vielleicht nochmal mit Zeitzeugen spricht, um zu zeigen, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, einfach nie wieder passieren darf. Wir sind froh, dass sich eine Welle durch Deutschland zieht, in der die Menschen endlich ihre Stimme erheben. Der aktive Weg hinaus auf die Straße ist für Carina auch heilsam. Denn die aktuelle Situation macht ihr Angst. Man hört Sachen von, ja, schlichtweg Deportationen von Menschen. Jeder, der an die Demokratie glaubt, an Meinungsfreiheit und an Toleranz glaubt, der sollte sich jetzt auf jeden Fall dafür einsetzen. Sich für christliche Werte und Demokratie engagieren. Das haben Carina und hunderttausende andere Menschen in den vergangenen Tagen gemacht, damit rechte Gewalt keine Chance hat. Das war meine Geschichte. Wenn ihr noch mehr Geschichten von jungen Leuten im Erzbistum Paderborn hören wollt, geht es hier zur Reihe Mein Engagement und hier geht es zum JUPAX-Kanal.